Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 2. Yo, und wieder mit dabei ist der springende Onkel von Gamerscheck LP. Hallöchen, Gajax. Dann der Revano. Ja, der hallo, Gajax, alter Klauer. Und der Sergeant Möller. Servus. Oh, er fällt wieder raus. Wir haben schon zwei Vorlagen gemacht. Ich bin einfach einmalig. Ja. Das ist aber einmalig, ja. Einmalig. Achso, wir wollten ja dieses Ausrufezeichen. Ist das immer einmalig. Wollt ihr dieses Ausrufezeichen hören? Erholen? Ja, mit Dr. Z. Müssen wir besprechen. Hey, komm, klick. Ich habe einen total... Ja, komm, annehmen, Enter. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Aha. Jawohl, Sir. Also komische Wunden. Eine gute Wahl. Jetzt muss er wieder ein Fazit fragen. Bruce Missiles bestimmt oder so ein Scheiß. Alle mal den Gajax hinterher. Den Gajax hinterher. So, wir müssen mal gucken, was wir hier als Nebenmission noch haben. Auch ist kleine Nebenmission. Okay, machen wir gleich. Ja, lol, ja, Revan und ich laufen schon vor und die gucken ja immer noch nach Missionen. Ja, hätte ich das umgestellt, hätte ich jetzt ein kleines Problem, ne? Ich versuche der Spur zu folgen, wie der Gabax legt, aber leider legt er keine, weil er alles einsammelt. Weil er ja ein Geier ist, haben wir ja schon festgestellt. Ich schmeiß doch immer alles wieder auf den Boden. Wisst ihr, wie das ist? Ich mache es nur so, dass ich es aufsammle, damit es nicht despawnt. Ach, wie oft willst du die Ausrede noch bringen? Hast du es jetzt schon auswendig gelernt, oder was? Ja. Nein, sehr der schön. Gabax, der hat das Programm umgeschrieben und die Belohnungen landen erst in seiner Tasche und dann gibt er sie frei uns. Wenn ihr würdig seid. Das, auch das Auto hat er aus seiner Hosentasche gerade geholt. Ja, hast doch gesehen. Oh, der Onkel fährt, wow. Ich will auch mal fahren. Sergeant, jo. Sehr gut, finde ich gut. Ich bin da schon im Auto. Ah, ich kann nicht mal schießen. Cheese. Wie hat er dir die Munition geklaut, Onkel? Was? Ach, der Gabax klaut selbst die Munition vom Auto. Nein, wir wollten mal tauschen. Achso. Ajo! Aua. Boah, ihr fahrt doch wie die Profis. Ja. Nur noch besser. Ja. Oh, das ist eine coole Waffe. Sieht ja ganz cool aus. Boah, jo. Habt ihr auch so eine mit so unten dieses Drehmagazin? Nein, bei mir war irgendwie nur ein Magazin. Achso. Trommelmagazin. Ja, genau, sag ich ja. Ja. Müssen wir hier rein, oder was? Das ist. Ja. Hat gerade der angezeigt, ne? Drehmagazin. Ach, herrlich. Müssen wir noch. Sicher, dass wir da rein müssen? Warte mal. Ah, ja, ich raste aus. Keine Ahnung. War doch gerade der Pfeil dorthin. Ich wünschte, man könnte Granaten werfen von dem Auto. Es gibt ein Fahrzeug mit Raketenwerfer. Nein, hör auf, sowas zu sagen. Man, ihr habt so gut geparkt. Boah, Onkel hat hier schon wieder. Onkel ist schon wieder tot, ja. Ja, ich wiederbelebe ihn mal. Der Onkel muss unbedingt seine Heilung upgraden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah ja. Von hinten kommt was. Boah, ich hab den in den Kopf zerschossen. Der ist geplatzt. Rappimmel. Aua, guck mal, die brennen sogar richtig. Ja, die brennen. Ich weiß nicht. Ist mein Roboter kaputt? Kaputt! Oh, Achtung, er wirft eine Granate! Was schießt du denn? Da ist doch gar nichts mehr. So, erstmal wieder Ninja-Loopen hier. So, ganz schnell. Gajax ist wieder im Einsatz. Ja. Dreht euch nicht um. Der Gabax geht herum. Wow! Ah, ja. Ach, das ist Doc Mercy, da ist er schon. Und mein Robo. Der schlägt ihn tot. Problem, ich sehe keinen wegen der Sonne. Ich
Ja, deswegen habe ich ihn jetzt mal runtergelockt. Ach, die haben einen Doktor da, der mit den Leuten rumspielt, oder was? Ja. Doktor Spielchen, ist ja schon da. Nützt dir jetzt auch nichts mehr, oder Mercy? Gut gemacht, Kammerjäger. Durchsuche seine Leiche und nimm ihm diese schräge. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. Belohnung kassieren, annehmen, enter. Wenn ich E-Tech Schusswunden behandeln soll, brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? E-Tech-Waffe? Eine E-Tech-Waffe? Ich hab keine E-Tech-Waffe. Ich auch nicht. Nur hilfst du aber auf. Ach so, oh. ihr sucht extra Explosivschaden. Ach, da! Bandit verbraucht 2 Munition pro Schuss. Was? Die hat er jetzt schon wieder weggegeiert oder was? Der Tabak? Ja, natürlich. Okay, weißt du, da, jetzt hab ich's. Guck mal. In irgendwas um. Alter, geht die ab. Geil. Müsste mal was treffen. Mann, hat Gabax aber Glück gehabt. Drecksack. Endlich mache ich auch mal Schaden. Ach komm. Weißt du, hat den Mega-Mega-Man-Roboter. Jetzt hat er die Mega-Man-Waffe. Als nächstes holt er sich noch die Mega-Man-Schilde und Rüstung. Ja, hab ich doch schon. Ich hab das Ajo, dann ist ja alles gut. Ich hab keine Munition gleich mehr. Ist das unsere Iridium, was du verballert hast? Nee, das benutzt ganz normale Munition, aber es macht immer 2 Schuss pro. Also 2 Magazine pro Schuss. Quatsch. Hm. 2 Patronen pro Schuss. Ah, 2 Magazine. Wie viele Magazine hast du drin? Du weißt doch, wie ich das meine. Ja, natürlich, selbstverständlich. Gaia. Schon wieder eine Waffe. Du, man merkt schon, Gabax ist auch viel zu lange mit Rivano zusammen. ja. Die wissen immer alle. So, was soll man jetzt hier machen? Da war das Ding mal kaputt, denke ich mal. Hier. E-Tech, nee, wir sollen irgendwas. Ja, wir sollen. Ja, da. Kille Banditen mit E-Tech-Waffe. Dafür brauche ich aber mehr Munition. Laune E-Tech! Kriegst du aber nicht! Solange Rivano. Quatsch, solange Rivano. Solange Gabax mitspielt, wirst du keine neue E-Tech-Waffe kriegen. Na, glaube ich auch nicht, ja. Weil die ist dann weg. Ist warum laufen wir jetzt hier? Ja, keine Ahnung, ihr müsst eigentlich neue Leute spawnen. Okay, wir spielen jetzt Ringe, Beats mit anfassen. Dreht euch nicht um. Der Gajax geht herum. Die Waffe ist gleich weg, bevor ihr sie erst checkt. So, ich schmeiß die Waffe mal hin, dann habt ihr, nämlich nee, ja auch gerade... Na, jetzt wo wir sie nicht mehr brauchen, das schmeißt sie weg, oder was? Doch, nein. 8 von 25 haben wir. Da hinten ist ja, der Kopf. Achtung. Ja, lasst mich den töten, lasst mich. Ja, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Erst will er so hinschmeißen, jetzt findet er wieder Gegner. Och, ja, ich hab noch Munition, sehe ich gerade. Boah, ist das ein Drecksack. Ach, der wollte dir die Leere da hinlegen. Boah, ist das mal ein Drecksack. Kann ich angucken. Hallo, jeder angucken. Hat seine eigene Munition, Kollege. Gajax, Alter. Gajax. Schaut euch mal den Himmel an. Wow! Ja, ist schön. Ja, wir sind am Nordpol. Ja. Im Norden des Poles. Wir sind am Nordpol. Tja, was machen wir jetzt vor lauter Angst? Komm, Onkel, ich schmeiß dir die mal hin, die Waffe, und dann. Wenn du dich so rummeckerst hier. Ich mecker doch nicht. Wir meckern alle, dass du so geil bist. Ich kann die irgendwie nicht wegschmeißen, oder? Ja, ja. Nee, ich kann die nicht wegschmeißen. Die ist festgebissen. Kann sie wirklich nicht wegschmeißen? Doch, fallen lassen jetzt. Nee, geht nicht. Kann sie tatsächlich nicht fallen lassen. Ja, aber das Mission ist, dann komm weiter. Ja, aber wir haben ja keine Feinde. Ist die Buggy oder was? Ich hoffe vielleicht nicht. Schon. Ich hoffe nicht. Dann lass mal zum was Auto dann? Gehen. Vielleicht ist Verstopfung. Was war das? Nur wegen dem Gabax kommen wir jetzt nicht weiter. Ja, ja, natürlich. Ja, wenn ihr alle tötet und mir keine übrig lässt. Wobei, jetzt waren die 5 bis Ende gerade. Ja, du leckst ziemlich. Leckt mich ja. Echt? Ja. Dein Server. Das hat nichts mit dem Server zu tun, wenn ich alle anderen verstehe, aber nur dich nicht, dann ist das schlecht, der TS-Server. Ach so. Ach, ich lecke bei euch. Nee, ich leck bei dir. Woher soll ich denn wissen, wo ich leck? ich finde euch so witzig. Ach so, ich leck bei dir. Ja, ja, genau. Denn er benutzt deine Verbindung.
Ach Quatsch, natürlich, Gajax, der nimmt ja unsere Verbindung, natürlich. Der trägt ja auch meine Boxershorts, was? Leg sie mir bitte nachher, wenn du sie benutzt hast, wieder hin, ja? Ja, ja, klar. Ich glaube, genau, wie die, ja, genau wie die Heiltränke, ja. Die, ich glaube, hier kannst du doch bestimmt die Base und dann gibt's doch bestimmt noch... Was, in die Base? In the face, in the face. Oh, ich sammle mir mal 3 Dollar auf. Nee, ja, doch nicht. Bist du reich? Oh Gott, nein, ich hab 1999 in 3 Dollar Stücken. Oh Mann, ich renne ja mit einem Aktenkoffer Geld rum. Aktenkoffer? Ja, liebe Freunde, ihr seht schon, das Spiel ist einmalig, absolut buggy fry. Sind da noch Feinde oder sind das Viecher? Das sind auf jeden Fall keine Banditen. Ja, da müssen wir uns selber Banditen suchen, würde ich sagen, ne? Das ist doof, ja, dass aber der steht, wir sollen es in diesem Bereich machen. Können wir nicht diesem Generator ein bisschen Schaden zufügen, dass der ja, dann auf einmal, dass der dann ausrastet? Das steht dann aber nicht da. Dass der dann ausrastet. Ah, ich werfe jetzt mal eine Granate da rein. Oh ja, mein Gott, es passiert gar nichts. Doch, ich habe 26 Erfahrungen bekommen, warum? Ich auch. Oh mein Gott, ist die Granate hat etwa diesem Gebäude Schaden gemacht. Oh, ich hab mich selbst wie geht das denn? Oh, die war noch. Die hilft dir mir kurz. Die Granate ja, war very aggressiver, die Granate. Ja. Das kleine Pfadfinder-Mädchen kommt und rettet mich. Ja. Danke. Hallo. Missionsbeschränkung. Du siehst ja eigentlich ganz lieb aus, aber irgendwie... Was stand da? Ach, ich hab ja auch die Waffe, sehe ich gerade. Haben wir die alle? Aha. Vielleicht müssen wir uns damit ausrüsten, wie die Geisterjäger. Ach, da ist er, die lilane, ne? Ja. Niffet. Ja. Aha, aber ich bin der Ninja. Ja. Nee, du bist der Geier, hab ich schon gesagt, ne? Der Ninja. Der Geier. Boah, geil, Alter. Die Bandit. Ja. Wow. Hey, ich sehe jetzt wieder Feinde kommen. Ich sehe jetzt wieder die Kommentare und auch Videos. Mein Gott, ihr habt sie alle im Inventar, ihr Penner. Nicht nur Gajax. So, ja. Wie kommen ja, wir jetzt meine lieben hier? Damen und Herren, das ist total aus. Ach, da steht da was. Ausrüsten, Tab. Warum? Ja. Oh, Rivano ist der Einzige, wieder nicht, der es wieder nicht gerafft hat. Oh, hab ich doch, hab ich doch. Ich hab's doch. Ich hab gerade gesagt, du musst dich mit der Waffe ausrüsten. Hab ich. Hab's doch. Hab doch schon rumgeballert damit. Und da unten war aber ein gelbes Ziel. Vielleicht müssen wir uns erst mal ausrüsten, bevor die nächsten kommen. Bist du ausgerüstet damit wirklich, Rivano? Schieß mal. Okay. Pium, 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 pium. Ja, dann du auch, Sergeant, oder? Hab... Ja, Sergeant hat nämlich nicht. Ich bin leer. Wie, du bist ja, leer? Ist egal, rüstet mal alle die aus. Ja, rüstet die Waffe aus. Rüstet die Waffe aus. Munition Schieß. Aufgebraucht. Rivano, du hast es genommen. Doch, guck mal, das ist die. Echt, ist das die? Guck mal, Sergeant Möller, da hat einen riesen FML. Ja. Fame like you? FML like oder vor der Stirn kleben, riesengroßes. Rivano hat die nicht. Doch, ich schieß doch, guck doch. Munition benötigt. Ja, mach's mal leer. Vielleicht liegt's daran. Jo. Warum soll's daran liegen? Ja. Weiß nicht. Guck mal, die Gegner dann mit den Elytrium nur sagen, ah, ich hab Elytrium hier drin, ich hab Elytrium hier drin. Oh nein, bitte nicht schießen. Ich glaube, aber sie sieht geil aus. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob Rivano selber versteht, was er da überhaupt von sich gibt. Nö, ich weiß ich nicht. Ich erzähl dir irgendwas. Ja, ist auf jeden Fall scheiße. Missionsbeschränkung, Missionswaffe verfinden, ja. Ach, ihr habt die nicht benutzt und deswegen vielleicht. Vielleicht hat das ja gebuggt, deswegen. Ach, wir haben doch so welche getötet. Vielleicht war es abgestimmt, 25 Mann hier. Naja, das wäre ein bisschen scheiße. Wir haben ja getötet vorher, ohne. Ja, deswegen. Ja, aber vielleicht müssen wir irgendwo anders hinfahren und Banditen killen. Geht aber nicht. Probieren wir es mal. Aha. Da ist nämlich ein Dorf hier vorne. Ich guck mal hin. Aha. Mhm. Aha, I like it. Aha, sagt er. Nee, so. Hier sind die Sparte. Und zählen die? Nee. Onkel ist schon wieder tot. Nee. Ja, wie sollen sie noch zählen, wenn du keinen tötest? Doch, da stand doch. Was, 9. Zählen. Ja, zählen. Oh, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Onkel. Ist so ich kann doch nichts dafür, Mann. Doch, du sollst dich nicht töten lassen. Ich habe Nachforschungen angestellt und wisst, ich baller genauso wie ihr und liege immer dort, ich hab keine Ahnung. Blaster Rifles, Plasma Kanonen, Real
Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich auch. Warum krieg ich denn immer einen auf die Schnauze hier? Das gibt's doch gar nicht. Da 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 mit oh, Eiweiß. Ich hab wieder Munition, kann Munition sie aber kaufen? leider nicht einsetzen, weil Gabak seinen komischen scheiß Roboter hier rumfliegen hat. Roboter. Hier, hier gibt's Munition. Ich kaufe jetzt erstmal Munition. Lass mich Munition. Das ist eine gute Idee. Sie hat keine Power. Oh. Ohne Power auf der Lauer. Power. Das ist ein geiles Lied, ja. Wie ging das denn jetzt? Need the power of love. Jetzt hier drücken. Machst du jetzt Power an? Hoffe. Ja, jetzt Power dann. Ist an. Er setzt die Sicherung, okay. Ich glaube, das geht mit der Zeit danach. Dann lädt so nach irgendwie. Mit der Zeit. Der Zeit. ich fand's ehrlich. Hier müssen wir noch irgendwas reinsetzen. Oh. Ich glaube, hier ist mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe. Reich ist reich hier. Oh, da steht was. Missionsbeschränkung. Wir sind beschränkt. Hier, setz mal oben auf dem Turm was drauf. Da ist nämlich so ein Ding. Wie kommt man denn da hin? Teile ersetzen. Ja! Genau. So, und jetzt das Dampfventil ganz nach oben. Den Generator bespritzt. Jawohl. Mit der Möllermilch. Der macht das schon. Der macht das schon. Alter! Ihr könnt das nicht, ich mach das. Ich hab grad aus Versehen in den Himmel geschossen. Dampfpumpe anschalten, jetzt könnt ihr anschalten. Die Funken fliegen. Die Funken jetzt kriegen wir Strom. Sehr schön. Und jetzt können wir was kaufen hier. Ja! Und nehmen wir sie in der Hose. Oh, hier sind nur Waffen. Kaufen. Ganz schön teuer die Munition von der ultimativen Waffe. So, und jetzt können wir nämlich hier wieder Viecher töten. Yeah. Romano, hier ist ein Skin für dich bei den Waffen. Wo, bitte? Bei den Waffen. Ein was? Skin. Ein Skin? Ja. Welche? Oben rechts. Woran? Ach so, das da. Ja, welche Mission hat man denn ja jetzt, Mann? Wie kann ich die denn kaufen? Oh, da steht geht voll. Mir auf den Sack. Wir hätten irgendwas mit Töte 11 von irgendwas. 25. Verkaufen bitte. Verkauf jetzt einfach mal den ganzen Scheiß. Ich hoffe, dass das jetzt alles so richtig ist, was ich gemacht habe. Genau. LOL. Geschäft? Ja, ist cool. Ich kauf. Ja, das passt. So, wir müssen jetzt ein paar Banditen finden. Danke für den Hinweis. Ich hab den Dings gehabt. Hier da hinten ist einfach ein Lager. Wollen wir da mal hin? Ja! Komm zum Gabax. Einfach Banditen töten. Boah, die Waffe ist geil, ey. Das ist meine absolute Lieblingswaffe. Diese geilen Funken. Macht auf jeden Fall mal ordentlich Schaden. Blub, 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 blub. Können wir die eigentlich noch modifizieren, die Waffen? Keine Ahnung. Hallo? Ich kaufe immer Waffen, die du nicht mehr brauchst. Okay. Was? Ist er noch da? Ja, ich war gerade konzentriert. Was? Also, ich sag, kann man die Waffen noch verbessern oder Möller? Das ist doch nicht. Ich spiele es doch genauso oft, so lang wie du. Okay, Möller? Keine Ahnung. Dicke, keine. Was? Denn ihr spielt das Spiel auch schon genauso lang wie du gewonnen. Okay. Oh nein, ich hör auf damit. Mann! Irgendwie so eine String-Taste oder so. Was? Catch a ride! Catch a ride! Komm, Gabal, ist volle Attacke jetzt. Spring rein! Übelste Attacke. So, wir fahren jetzt mal zu irgendeinem Ding. Da ist ein Pilz, ich töte ihn. Aber der hat auch nichts getan. Wir müssen doch trotzdem die Banditen mal killen. Ja, deswegen fahren wir jetzt zu einem Banditenlager irgendwo mal hin. Sind hier irgendwo mal die? Nicht neues spawnen irgendwo. Monster zählen nicht. Ich hab ein Lager. Ja, wir haben ein Lager. Das ist auf jeden Fall ein Banditenlager. Ja, ist davon aus. Und ein paar Skalkos sind hier. Ja, die interessieren mich.
Nee. Okay, steig mal aus hier. Komm ich mal vorbei mit meiner Laserwaffe. Laserwaffe. Oh, Waffe. Was liegt denn hier schon wieder? Alter, ich raste hier gleich aus. Aber die Waffe macht gar keinen Schaden, Ding. Ne? Level 11. Die Waffe. Ah, ich habe auch Level. Cool. Können wir gleich abwarten. Ja, die sind Viecher, ne? Oh, ja. Hallo. Oh nein, jetzt habe ich mich verdrückt. So, wo sind denn hier? Ich sehe keine. Der guckt hier schon. Hey. Mein Boss gewachsen, ne? Kritisch, kritisch. Okay, er ballert schon. Sind da Leute? Ja, ja. Wow, da. Wow. Fuck. Wow. Meine Lebensenergie ist very combative. Oh Mann, stirb doch. Wir haben gleich schon wieder keine Munition mehr, Alter. Man verbraucht so schnell Munition mit dem Vieh. Ja. Weil die war zwei Schuss abgibt pro Schuss. Ja. Boah, Schuss pro Schuss. Zwei Patronen pro Schuss. Naja, oder zwei Magazine. Genau. Oh, Magazine. Durch, dass ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Onkel, hier oben sind Waffen für dich. Irgendwann die ganzen Onkel liegt schon wieder. Wie ist er denn? Sinnlose Raserei. So, vier noch. Was hat man hin? Ihr kleine Mädchen. Oh, Bombe. Oh Mann, das Spiel ist schon geil. So, ein sein. Noch. Komm, kriegst du den noch hin? Da, kommt da. Oh! So, meine Fresse. Der ist jetzt explodiert, oder was? Boah, Alter, wo kommen denn die ganzen Leute her auf einmal? Alter, wo seid ihr denn? Fuck, wo? Fuck, fuck, nein, ich bin auch tot. Oh nein, ich bin auch tot. Ach, yeah. Das gibt's doch gar nicht. Lautet mein fundiertes medizinisches Urteil, E-Tech ist einfach der Hammer. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Oh, wir haben noch die Mission geschafft. Oh, ich hab es geschafft. Boah, hat mich einer wiederbelebt? Lass mich weg. Du hast was gut bei dir. Haben mich einer wiederbelebt? Ja, ja, was komm schnell. Ich versuch's. Aber da ist so ein Tiffy, so. Oh, komm jetzt hier. Ah, oh, sorry, ging nicht mehr. Da kam eine Granate. Ja, ist kein Problem. Ich gehe wieder in die Stargate. Die Stargate. Da kommt mein Robo, der regelt. Den haben wir ja. Oh, hochgejagt. Ja gut, hier liegt noch ein Sniper. Willst du die aufheben, Sergeant? Ich guck mal. Jo. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir auch an der Stelle, weil wir gerade fertig sind mit der Mission, auch mal beenden können. Für diesen Part. Aha. Ne? Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal bei den Leuten vorbeischauen. Ne, vielleicht ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Oder auch mal abonnieren, die machen auch andere gute Projekte. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ja, ciao. Ne? Ciao. Tschüss.